Mein Name ist Friedrich Kirschner. Ich bin Professor für digitale Medien an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und ich arbeite irgendwo zwischen Puppen, Objekten, digitalen Medien und vor allem im Theater und auf der Bühne. Eines der Dinge, die mir sehr, sehr gut gefällt bei der Play, ist, dass sie sich immer sehr auf elementar menschliche Dinge berufen hat. Das Spielen und das kreative Spielen mit egal, was an Technik gerade da ist, ob das jetzt die Microsoft Kinect ist oder irgendwelche Artificial Intelligence Sachen, die vielleicht in 5 Jahren da sind. Ich glaube, eine der beeindruckendsten Sachen, die die Play leistet, auch gesellschaftlich, ist, dass sie immer diesen etwas subversiven Take hat, wie man mit dem, was gerade so gehypt wird, umgehen kann und wie man das nochmal anders sehen kann. Und ich hoffe ganz dolle, dass sie das einfach 10 Jahre lang so weitermacht, weil ich glaube, dass es elementar wichtig ist, dass wir dieses andere draufschauen und dieses uns zu eigen machen von Technologie, aber auch von dem, was andere Menschen für uns tun, dass wir das nie verlieren. Und von dem her hoffe ich, dass die Play einerseits immer noch dieses Festival hat, dass andererseits aber auch diese Idee, kreativ mit Dingen umzugehen, sich so weit in der Gesellschaft zusammengebaut hat, dass es wie was ganz Normales ist, dass man mit Technik sehr subversiv und sehr kreativ und sehr eigen eben umgeht. Ich glaube nie, dass die Play überflüssig ist, weil ich glaube, dass es immer total gut ist, wenn es an einer Stelle eine Verdichtung gibt, wo das gefeiert wird, dass man sich nicht einfach nur Dinge vorsetzen lässt, ob das jetzt die Interpretation von was Videospiele sind für die Gesellschaft ist oder ein Spiel selber, das ich auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen habe. Und das zu feiern, dass man Dinge anders macht, dass man nochmal drauf guckt und nochmal guckt, wo bin ich eigentlich da drin und wie kann ich eigentlich nochmal mit dem arbeiten, was mir hier gegeben wurde. Das, glaube ich, wird nie außer Mode kommen und das zu feiern wird, glaube ich, auch nie außer Mode kommen.